So, Chefs, wir haben gemerkt, dass die Mauer ein bisschen zu dünne ist. Deswegen müssen wir die in diesem Part ein bisschen dicker machen. Ich habe mir das gerade mal markiert, wie wir das uns vorgestellt haben. Schließt auch bündig mit der Treppe auf. Ja, Learning by Doing. Ja, Wir wissen sozusagen. ja selber nicht hundertprozentig, vor allem ich nicht, wie wir das da machen wollen. Und ja, dann müssen wir das jetzt eben reißen. Ja, so ist das. Okay, also das heißt, ja, loslegen, ne? Ein, sagtest du, links und rechts, ne? Ich hab oben, ja, guck mal, wo bist du denn gerade? Also ein nach links und nach rechts. Das heißt, wir haben Fünfer Weg in. Ja, 1, 2, 3, ja, dann haben wir einen Fünfer, richtig. Gut, jetzt mache ich natürlich, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen Brain AFK. Wir müssen ja nur das untere da wegreißen, die obere Schicht können wir ja lassen. Gut, machen wir das einfach mal. Auch und sonst so. Ja, du, alles, es regnet gerade ein bisschen. Ist doch nicht schlimm, oder? Nö. Ich kann auch Gott spielen und das eben wegmachen. Nein, nein, das darf man nicht. Nee, das stimmt. Das hatten wir ja schon mal, das Thema. Das darf man nicht. Das, obwohl wir werden im Nija werden wir bestimmt damit rechnen, dass es keinen Gott mehr gibt. Aber ich, ja, ich, Du bringst auch ein bisschen die Grundhilda-Theorie gerade, ne? Ja, das muss. Einfach immer wieder nennen, mal ein bisschen was in den Raum streuen, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Nein, nein, also vor allem, ich will ja auch vor allem für die Zuschauer, die müssen das ja, dürfen das ja nicht vergessen, dass wir bald ein neues Okay, baust du einfach nur nach oder sollen wir das in der Mitte wirklich wegreißen? wegreißen. Ich baue das nur nach, weil ein Fünfer ist auch ein bisschen Okay. geiler. Sieht ein bisschen aus wie im Niger. Bist so ein Arsch manchmal, Ja. Ich glaube, du solltest dein ne? Skin einfach oder deine Figur einfach jetzt mal Daniel nennen. Daniel San oder was? Daniel San, genau. Daniel. Hatten wir eigentlich noch irgendwas zur Mega-Challenge? Nee, ne? Ach, mit hier, mit dem kleinen Jungen da, den wir doch da, der am Pennen war und den wir da geweckt haben. Ja! Mit dem geilen MC60 Klingelton. Costa oder wie? Genau. Genau. Der hat da so richtig schön gepennt, als wir hingefahren sind. Und dann. Lililililing, Die ganze. lililililing. Der war Ja, aber genau. auch nicht aus dem Pennen zu holen, der Mann, ne? Nee. Oh, das war es. So ein penetranter Ton. Also. Mann, Mann, Mann. Das war grausam. Genauso grausam, wie es jetzt für mich hier ist, die ganzen Sachen hier wieder wegzureißen. Aber ich glaube, dann steht der Braten auch. Dann können wir den auch so lassen. Ja. Dann machen wir die ganzen Türme gleich, bis auf den Vortex-Turm. Den machen wir ein bisschen anders, aber das machen wir oben. Das müssen wir auch noch abmessen, dass das alles auch kugelförmig wird. Ja. Ah, kriegen wir schon hin. Muss ja nicht unbedingt heute sein. Ja, wie jetzt? Nee, soweit wir. Ich meine, guck mal, wie lange haben wir jetzt wieder Scheiße, aufgenommen? war doch nur ein Scherz. Klar, Und schaffen wie wir viel das haben wir heute. gerissen hier? Ja. Das ist so viel Arbeit. Und dann im Speedbuild ist der ganze Scheiß innerhalb von 3 Minuten da. Und dann denkst du dir, ja. Ja. War doch keine Arbeit, ne? War dann 3 Minuten fertig. Jamo. War Arbeit. Da hast du wahr. Das war viel Arbeit. War Aber alles jetzt macht das ja Arbeit. Spaß. Macht ja Spaß, wenn wir alles machen. Apropos Arbeit. Ich mach erstmal Save All hier. Shave all. Weil wenn das nicht gespeichert wird, dann mache ich die ganze Burg mit Ja. MC-Edit dahin. Das kannst du mir Ja, im Arsch ja. lecken, dann mache ich nicht mehr. Nee, ist klar. Die äußere Mauer, die muss ich noch ziehen, ne? Ja, die eine äußere Mauer, ja. Ich habe das ja an dem Turm selber markiert, wie weit das muss. Ach so, ja. Hi. Hi. Gott, ist das eine Arbeit. Es regnet nicht mehr. Ja, schön, ne? Ich war's aber Das. nicht. Ah, nee, ist alles cool. Ey, alles cool. Schön. Oh Mann, juckt das, ey. Diese dämlichen Mückenstiche hier. Ich krieg zu viel. Ich hasse den Sommer, hab ich das schon mal gesagt? Ja, ich bin auch kein Sommerfreund.
Sommer finde ich eigentlich nur insofern cool, dass immer dieses Sommermädchen da auf ProSieben kommt. Das. Ja, ja. Annemarie Warnkreuz oder was? Ja, ja. Hör auf, ey. Es regnet schon wieder. Ja, aber ich glaube immer nur in gewissen Teilen. Da, warte, wo unser Tower steht, regnet's. Ja, hier regnet's nicht. Stimmt jetzt, wo du sagst. Ja, Tatsache, da hört der Regen auf. Das ist ja komisch. Meine Güte. Das ist auch so eine richtig intelligente Arbeit, hier einfach mal nur so durchzulaufen und nur alles wegzureißen hier aus der Wand. We love Lorette, we love Sölden. Deine Meinung. Ich hab's noch nie geguckt. Im Ernst? Nee, ist echt so, hab ich noch nie gemacht. Also ich bin am überlegen, ob ich mir davon die DVDs kaufe. Nein, Quatsch. Also ich fand das sehr unterhaltsam. Man darf das auch wieder nicht mit einem zu großen Ernst halt schauen. Ne, weil ich denke mal, dass das halt schon, ja, das sind geskriptet. Das kann so, ja, ne, ist alles möglich. Ne, aber man sollte das alles mal mit einem bestimmten Humor halt sehen und jo. Es ist ganz, ne, wie gesagt, wenn man auch voll normal halt ernst guckt, ja, dann dann kannst du den Film vergessen. Den, ja, Film musst du entweder feiern oder du guckst ihn gar nicht. Ja, richtig. Ich meine, guck mal, voll normal mit einem Mädchen, geht gar nicht. Nee. Die finden das einfach nicht komisch. Das ist Assi-Humor. Dann, da geht's ja eigentlich nur um die Zitate, was da gesagt wird. Ja, eben. Und es gibt so viele Leute, die voll normal zitieren. Falsch zitieren. Falsch. Oh, das ist so beruhigend, wenn man hier sich so durch so eine Wand gräbt und einfach alles kaputt macht. Da fühlt man sich wie so ein junger Gott. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Oh, wunderschön. Aber die hören ja alle auf zu existieren, wenn wir Amnesia spielen. Ja, ich wollte es jetzt eigentlich dir nicht vorwegnehmen, aber tut mir leid. Moment, warte mal, jetzt muss ich mal eben selber schauen, weil doch, das musste doch weg hier. Da, wo ich drauf laufe, das muss ja auch weg. Ja. Ja, weil du doch sagtest irgendwie, nee, das kann, das bleibt ja irgendwie, nein, oder die was? Die äußerste Reihe nicht. Obwohl, doch, die muss auch weg. Jetzt, was, ja. Was? Hm. Ach, Leute, wir haben schon 2 Uhr morgens. Da kann mir sowas mal passieren. Nee. Doch, wir haben jetzt 2 Uhr morgens. Ja, aber es darf nicht passieren. Nee, weil Minecraft kommt bei mir immer um 15 Uhr. Deswegen, dann wissen alle Leute, 15 Uhr ist doch. Maddy, wie kannst du denn um 15 Uhr schon so Brain AFK sein? Das ist ganz normal. So ist ja eigentlich immer. Ich fand das so schön in dieser einen Simpsons-Folge, wo Homer tatsächlich fragt, ob Itchy und Scratchy live synchronisiert werden. Und dann die eine Sprecherin. Ja, wurden sie am Anfang, aber das tat den Zeichnern dann zu sehr im Handgelenk weh. Geil, echt geil. Ja, manche Sachen sind richtig, also. Das heißt, der Scheiß in der Mitte auch weg hier? Oh Gott. Ja, bin dabei. Es sei denn, wir kommen bestimmt irgendwann noch auf die Idee, da 2 Etagen in diesem Teil zu machen, und dann müssen wir das alles wieder dahin kleistern. Ja, dann überlegst, lass uns das jetzt überlegen, aber dann passt das von der Höhe trotzdem nicht. Ja, eben. Dann ist das ja nicht gleich. Nee, das muss schon weg. Okay, dann zieh ich hier nochmal die Line. Okay. Save all. Wenn das save nicht, all you can eat. Wenn das nicht gespeichert wird, ne, dann beiß ich mir in den Popo. Ganz feste. Eine Lehrerin, ja? Nie wieder gerade sitzen können, weil ich mir eine Arschbacke abgebissen habe. Ja. Eine Lehrerin? Hat immer gesagt, setz dich auf deine 5 Buchstaben. Und dann hatten wir auch noch so geile, die es nicht gecheckt haben, dass sie eigentlich Arsch meinte anstatt. Ja. Oh Mann, das war dann so der. Nur eine 4, oi, oi, ja. Oi. Arsch, A-S, ja. Alter. Ey, wenn der das nicht gespeichert hat, ne? Sollen wir mal ganz kurz stoppen und dann nochmal neu laden den Server?
Ich bin Ja, jetzt Alter, wie Muffensausen hat, ey, das gibt's Das aber nicht. ist schon so oft passiert. Und dann, wir können auch gerne laufen lassen. Nee, jetzt bin ich schon runter. Okay, so, bis gleich, Freunde. Juhu. Chefs, läuft alles. Ich Hallo. schieb ein bisschen Paras, das ist normal. Ja, nee, muss ja auch, weil, ne, wenn hier jetzt irgendwas schief läuft, dann, ja, Dann ist ist blöd. wirklich Holland in Not. Ich meine, wir haben ja schon wirklich viel miterlebt hier mit diesem Mist. Und deswegen ist dann Vorsicht besser als Nachsicht. Nee, vollkommen richtig. Ist sowieso so ein Lebensmotto von mir. Ja. Okay. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Teamwork. Ja, Passt die das da? Außenwände. Ja, die Außenwände müssen hoch. Erstmal bis ganz nach oben und dann. Genau, wir haben uns jetzt dazu entschieden, doch so eine zweite Ebene da reinzumachen, damit das auch wirklich ein großer Gut, Work sollen wir wird. erst die zweite Ebene fertig machen? Ja, aber dazu muss ja erstmal die Wand hier hoch, ne? Die Aber muss nicht komplett. komplett, oder? Ja, die hintere kannst du komplett machen. Und Nee, ich. also muss nicht, aber halt, weil das sonst bescheuert ist, dass da die zweite Ebene da reinzusetzen. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, die kann ich schon auspflastern hier von Naja, unten. dann mach ruhig, mach ruhig. Warum? Was spricht jetzt dagegen? Weil, ja, die kannst du schon auspflastern, ja, ist Das vollkommen hier richtig. dachte ich. Ist vollkommen richtig, ja, mach ruhig. Hast du auch recht, ist auch so. Oh Mann, so viel zu tun, so So wenig viel tun. Zeit. Und, aber ich find's echt schön, dass es das alte Biom, was es gar nicht Hier, mehr jetzt gibt. zum Beispiel könnte ich dich ja wegboxen, zum Beispiel. Das wäre so ein Grund Das für ist PvP. schöner Grund für PvP, ne? Einfach Ja. mal meine Arbeit sabotieren. Das ist echt das Beste, was du machen kannst. Oh, Alter, wieso ist das eigentlich so umständlich hier? Ja. 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 Oh Gott. Oh ja. Das muss ja die komplette Mauer rum, das hier unten, ne? Ja. Oh Gott. Das wird auch schon so eine Heldenaufgabe hier. Ja, hey, das reißen wir. Ach, komm schon. Dabei hatte ich gedacht, dass wir heute zumindest die Mauer fertig kriegen, aber. Nö. Ah, wir sind gut Denn dabei. nicht. Denn nicht. Ach komm. Das haben wir fast fertig hier. So. Eine Line haben wir. Du. Scheiße. Was los? Mach mal erst innen. Ja, ich weiß, weil du brauchst immer eine Leine, um das. Damit man das auch sehen kann, Mann. Junge, Junge, Junge. Ja, ich hab so ein bisschen. Das ist so das Regisseurproblem gerade, das ich hier habe. Oh no. Das macht nix. Oh no. Aber dann haben wir dann zumindest erstmal das halb fertig. Das ist doch super geil. Ja, es ist echt cool, ne? Und dann müssen wir das nur noch ein Packen höher machen und dann den ganzen Scheiß nochmal und dann haben wir es. Den ganzen Scheiß nochmal, oh Mann. Nur. Und dann würde ich sagen, wir bauen das erst hoch und dann machen wir hinterher da Löcher rein. Ja. Ja, genau, richtig. Löchers. Weil das jetzt schon zu machen, das macht ja keinen Sinn. Wir müssen das ja auch mit dem anderen Teil abstimmen. Und das ist sowieso nicht gleich. Oder haben wir das gleich abgemessen? Mit dem, was genau? Mit der anderen Seite hier. In Nee, die haben wir Richtung. nicht. Haben Nee, wir ne? nicht. Ist ja im Prinzip auch egal. Muss ja nicht komplett mittig sein, das Teil. Genau. Weil da müssten wir viel mehr ausheben und das. Im Prinzip sieht das auch kacke aus. So, jetzt versuche ich mich selber ein bisschen zu überzeugen. Habe ich geschafft. Wunderprächtig. Super. Ja, ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. So, liegt da unten noch was? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin dafür, dass wir anstatt diesen Stein nehmen wir jetzt doch einen anderen Stein, Pflasterstein. Müssen wir alles nochmal abreißen. Und nochmal neu machen. Ich bin dafür, dass du solche Vorschläge einfach nicht mehr bringst. Ach so, so ist das Okay, jetzt also. bin ich gerade ein bisschen doof. Das muss einen weiter, ne?
Also, wir können schon mal merken, nach der Grenze immer ein weiter. Ja, Also hier genau. lang wäre richtig, ne? Ja, richtig. Hast recht.